Kann ein Schwindler aus seiner Haut? Mr. Marston, Sir, John Marston. Mr. Marston, don't be so childish. Come on, sir, I implore you. Okay, so I made a few innocent mistakes when last we met. But my plan is still sound. Together we can conquer, if not the world, then certainly Bill Williamson. But first, you need me to do you a favor? You read my mind. I can only deduce you've been taking my tonic, sir, as instructed. It can give the most ordinary of intelligences a remarkable insight. I'll give you insight. I'll show you what your guts look like. Please, sir, this show of petulance is nothing short of embarrassing. Think for a moment, sir. Think. I'm thinking about how much of my time you're wasting. Sir, I am about to do something which I greatly discourage in all wise and rational men. A selfless act for you. But, sir, before I act selflessly, allow me to act selfishly and sell some of my wares. Fair enough. Oh, good, sir. Come, and let's go visit some of our fine friends in the other oil business we have here in Plainview. These men need all the help they can get. Was für ein Vogel. Also auf ein neues. Oh Mann. Ist ja total unauffällig, dass sie von seiner Kutsche kommen. Ladies and gentlemen, gather round, my friends, are you ready to change your lives forever? I have Der liest erstmal ein Buch. Da wird schon wieder geschossen. The result of years of scientific research. Friends, hardworking souls of Plainview, do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article which cures headache, neuralgia, toothache, earache, backache. This man is a fucking charlatan. He just got done swindling us down at Cho Springs with this song and dance. I say we tar and feather him right now. I say we shoot the bastard. I think it's time we take our business elsewhere. I apologize if science is not your forte. Good day, one and all. Ich rate euch, lasst uns lieber in Ruhe. Los auf dich drauf. So, ich ziele, okay? Come on, John. I'm not waiting here much longer. Kann ich mich jetzt wenigstens mal komplett aufs Schießen konzentrieren? Sehr gut, zwei haben wir schon mal. Ja, ich war auf dem Beifahrersitz. Sein Hut ist weggeflogen, könnte das sein? So, den haben wir auch getroffen. So, den haben wir auch runtergeschossen. Verdammt. Jetzt haben wir das Pferd getroffen. Jetzt haben wir ihn getroffen. Solange wir sie einfach nur runterschmeißen, ist das schon mal gut. So, den haben wir auch gut getroffen. Wow, die wissen, wie man reitet, aber trotzdem ein Treffer dabei. Oh, love of God, they're still coming. It's just me and you, partner. Wunder. Yes, ja, hab ich. Jetzt bleibt doch nicht stehen. Reit weiter. Los. Los, komm, weiter. Komm schon, beeilt. Ja, jetzt ist aber mal, komm. Warum lässt denn der sich so viel Zeit? Ja, wenn du einfach stehen bleibst. Ja, beruhigt euch. Nachladen. Run away, pal. One less
job to worry about. Well, it looks like a global expansion of your West Dickens ellipsis. Verdammt, komm schon. So, jetzt haben wir. Boah, ey, wie viele kommen denn da? Der muss auch mal nachladen, das ist gut. Vor uns. Ja, das mit dem TNT-Fass haben wir schon mitbekommen. Okay, da. Bam! Das war mir eine Freude. Ja, reiten Sie einfach nur, komm! What do these numbskulls expect? Miracles? Well, that's about what you've been promising them. Taylor, I'm not sure we're out of the woods yet. Wir sind schon wieder hier. For a man of the people, you sure ain't very popular. Ah, jetzt übernimmt der die Zügel. Hau ab. Zum Glück haben wir genug Munition. So. Good shot. How can these people harbor such bitterness? Ich frage mich gerade echt, wo die alle herkommen. Oh, da kommt noch einer von hinten. Sorry, Pferd. Oh, von hinten wieder. Treffer. Ja, super. Nicht da und nicht euer Ernst. Komm, komm. Och Mann, ey. Runter mit dir da. Los, Pferde, kommt, kommt, Chips beiseite, kommt, kommt, kommt. Ich glaub an euch. Ihr seid stark. Ihr habt von diesem fucking Elixier getrunken. Deswegen seid ihr jetzt stark. So, den haben wir jetzt auch. War da hinten nicht noch einer gewesen? Na egal. Kommt, ja, da kommt jetzt schon wieder einer. Verdammt. Oh, wieder das Dead Eye zur Hilfe. Keine Ahnung. Ich bin auch sehr überrascht. Wieder eine Kutsche. Die uns hoffentlich nicht in den Weg stellt. Ja, reit doch noch dagegen. Der Weg ist ja nicht breit genug. Man muss ja dagegen reiten. Mann, 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 Mann. Oh. Schön. So. We made it, John. There's Quivaseca up ahead. Das waren auch genügend, die wir da aufgehalten haben. Sehen müsste die Villa von Tumbleweed, glaube ich, sein. Ach, ist das süß. Vorsicht. Well, that was a little hairy. Thank you, my dear boy. You saved the day again. Passiert öfter. It always impresses me with the speed with which a group of men can turn from passive sheep into murderous wolves. I'm impressed with how you nearly got us killed back there. Yes, so perhaps we should shelve the tonics business for a period. Let's say we try our hand at racing again. There's a meet at Rathskeller. You're trying my patience, Mr. West Dickens. Well, I'm sorry, dear boy, but I'm only an aging vendor of exotic elixirs, not the bloody U.S. Cavalry. Forgive me if matters take some time to prepare. Obwohl, auf ein Pferderennen hätte ich jetzt schon Bock, muss ich sagen. 75. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier, deswegen machen wir gleich nochmal weiter mit dem guten Nigel West Dickens.
Der Sport der Könige und der Lügner. Das sieht gut aus. Mr. West Dickens. Das klingt gut, meine ich. Aber das Bild sah auch gut aus. Ah, Mr. Marston. How wonderful to see you, sir. How wonderful. Are we ready then? Yes, sir. Nearly, sir. Barely nearly, sir. I just need some cash to get some extra hardware fitted to my old Trojan horse here. You what? Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage, to turn a simple tradesman's vehicle into something more subterfuge. And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now I know that you ride very well. So come, sir, to Rathskeller Fork! Let's go, my dear boy! I'll show you the way! Ich setze mich, ich steige einfach mit drauf. Unser Pferdchen kommt einfach mit hinterher. Okay, all things considered. Hopefully we can get through today without running into another army. Das ist aber nicht mein Pferdchen. Onwards and upwards! I refuse to let the blind stupidity of the proletariat derail my calling in life. Nothing blind about it. I'd say they saw right through you. Ah, before knowledge comes doubt, my dear boy. Everybody knows you're as crooked as a dog's hind leg, West Dickens. I resent that implication, John. I wasn't implying. I was telling. If you're such a successful businessman, what are you doing living in a cave? Delightfully Dickensian, isn't it? If you say so. Are you familiar with the concept of philanthropy, John? I'm surprised you are. Oh, I don't do any of this for myself, John. I hope you realize that. You're crazy, old man. It's been quite a ride, John, hasn't it? We haven't gone that far. No, I mean us. Runter hier. Gap 2-3. Das ist nicht unser Pferdchen. Quite a team, you and me. Brains and brawn. Das ist nicht Johnny. This partnership ends as soon as I have Bill Williamson. I appreciate your help, but I've just about had it with all your schemes. You need to realize what's at stake. Schrei doch noch lauter. Das ist aber nicht Johnny. Was ist denn mit Johnny passiert? Hä? Ich bin komplett verwirrt. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass das das Pferd ist, mit dem wir das Rennen reiten sollen. Wenn wir nach dieser Mission Johnny nicht wiederbekommen, dann streik ich. Das ist jetzt die einzige, also die einzige Idee, die ich habe, dass wir mit dem Pferd jetzt gleich das Rennen reiten sollen. Aber schön, dass sie sich noch aus kilometerweiter Entfernung noch zurufen. Wussten Sie im Übrigen? Ja, was wollen Sie? Ja, genau das was? Startposition, wo denn? Wo geht's denn los? Sorry. Okay, also ist diesmal ohne Kurs. Ich nehme jetzt einmal mal wirklich stark an, dass das einfach unser Pferdchen ist, mit dem wir jetzt das Rennen reiten und wir danach Johnny wieder haben. Gentlemen, this will be a fair race. No shooting, stabbing, cliff pushing, rock throwing, cactus grinding, neck lassoing, setting fires, or other acts that causes a rider to unfairly lose his weight or bleed heavily or black out. Get yourselves ready. Set. Na dann, legen wir mal los, aber mit einem Lasso. Da würde ich doch nicht den Gegner bewusstlos machen oder blutend. Na gut. Gesetzeshüter waren dann auch sauer auf uns, als wir unser Lasso gezogen haben. Also muss das Lasso schon ziemlich gefährlich sein. Mach den Weg frei. Okay, bleib auf der Straßen- und Pferdewegen. Mach mal. So, jetzt sind wir erstmal in Führung. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das Pferd hat auch noch gut Pumpe. Wir können uns gerade einen guten Vorsprung rausarbeiten und Vorsicht Platz machen. So, ich bin mal gespannt, wo das hier lang geht.
reiten wir durch Tumbleweed durch. Oder jedenfalls dran vorbei, so schaut es jedenfalls aus. Weiter geht's, los, weiter. Immer weiter, ja. Da ist die Villa rechts. Solange jetzt gerade keine Banditen rausschießen, ist alles gut. Ey, guck mal, den kennen wir doch. Wow. Okay. Jetzt geht's hier weiter. Interessant. Also sozusagen einmal um Tumbleweed herum. Und sogar noch durch die Brücke durch. Sehr geil. So, jetzt wieder mal ein bisschen schneller. Wir haben uns langsam eingeholt. Weiter geht's. Wow, es wird eng. Es wird nicht so eindeutig wie bei der wie bei dem Karrenrennen. Jetzt hier runter. Ich bin den Weg bisher immer nur hochgeritten, nie runter. Jetzt hier rechts. Sehr schön. Die Kurve haben wir gut bekommen. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Tempo machen. Komm, 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 komm. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit es jetzt noch ist. Ist hier. Durch die Schlucht. Ah, interessant. Ist das doch die Brücke, die zu Tumbleweed hochführt, oder? Sehr cool. Sehr, sehr coole Strecke, muss ich sagen. Komm, komm. Wir sind uns echt auf den Fersen. Gott, ist jetzt hier oben richtig? Ich hoffe. Ich glaube, unten wäre cooler gewesen. Wow, da haben wir aber gut hinbekommen. Weiter geht's. Da hinten ist der nächste Rauch. Nicht die Menschen überreiten. Wow, wo ist hier der Weg? Ich brauche echt die Karte unten links, um das ein bisschen einzuschätzen. Das wird ganz eng, das wird ganz eng. Wir sind uns ganz dicht auf den Fersen. Und das Ende ist noch nicht in Sicht. Noch lange nicht. Die Sonne geht langsam unter. Solange das Licht noch bleibt, bis zum Ende ist gut. Weil jetzt noch im Dunkeln reiten wäre auch nicht wirklich gerade vom Vorteil. Aber ich glaube, wir müssen gleich da sein. Ja, da oben ist schon die Stadt. So, jetzt durchhalten, Pferdchen. Komm, komm, komm. Wir haben es gleich. Jetzt kann man das Ziel schon sehen. Ist noch hier um die Kurve. Jetzt haben wir uns sogar noch einen guten Vorsprung. Oh, die Kurve nehmen. Fuck. Komm, 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 komm. Jawohl, was reg ich mich denn auf? Mensch. What a fantastic spectacle, John. Let's take a moment to bask in the glory of our victory. Have we got enough money now? All right. Yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Quite a team we've assembled, don't you think? A bunco, a grave robber, and a drunk. How could things possibly go wrong? Hat er es jetzt auch nochmal schön zusammengefasst. Warum wehe, wir kriegen jetzt nicht Johnny. Ja. Du kannst am Hufeisenwerfen teilnehmen. Das ist mir in Anbetracht der Tatsache sowas von völlig egal. Wir haben Johnny nicht mehr. Johnny. Was ist denn mit Johnny? Das ist nicht Johnny. Der ist nicht getuned. Oh Mann. Und jetzt? Ja, du kannst nichts dafür. Ich weiß, ich schubse dich trotzdem. Mann! Ach, ist doch kacke. Gut, okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir steigen jetzt erstmal auf das Pferdchen drauf. Was wir haben, Hammer. Das ist nämlich der Punkt. Guck mal kurz auf die Karte. Also haben wir jetzt Nigel West auch im Boot. Jetzt fehlt echt nur noch Irish. Und dafür müssen wir nach da hinten reiten. Nach Thief's Landing. Ein langer Ritt. Und ich hoffe ernsthaft, dass wir auf diesem Weg ein paar Wildpferde treffen. Denn wir fangen uns jetzt ein Pferd. Wir behalten jetzt nicht dieses Pferd, sondern wir suchen uns ein neues Pferd. Welches wir zureiten werden. Und Blackjack-Partien. Ne, welches wir zureiten werden und was uns dann zukünftig begleiten wird. Das ist einfach nur schade wegen Johnny, dass wir ihn einfach so verloren haben, ohne irgendwie was, dass was passiert ist oder so. Ich verstehe das nicht. Er ist nicht gestorben.
hat keinen Schaden. Wir sind auf die Kutsche. Wir sind ja noch zu Nigel West bei der vorherigen Mission. Also vor diesem Pferderennen sind wir ja noch zu dem hingeritten mit Johnny. Und dann sind wir ja mit Nigel West auf seiner Kutsche geflüchtet. Und normalerweise, ich bin seitdem auf kein anderes Pferd gestiegen. Und deswegen hätte eigentlich Johnny noch unser Pferd sein müssen. Ich verstehe es einfach gerade nicht. Ich habe es nicht gesehen, dass es erschossen wurde, von irgendwas angegriffen wurde oder sonst irgendwas. Das ist halt das Verwirrende. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Johnny geht es gut. Er reitet jetzt durch den Wilden Westen. Denkt ab und zu an uns. Wir denken an ihn, wir behalten ihn im Herzen. Und in der nächsten Folge fangen wir uns dann ein neues Pferd, das uns dann auf unseren zukünftigen Abenteuern begleiten wird. Bis dahin, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.